Ich hab nur einen scheiß Snipe, Alter. Ich hab nur einen scheiß Snipe. Unsere Leute sind auf der rechten Seite. Pearson will, dass wir aus dem Turm der Überwachung reichen. Alter, keine Waffe? Oh doch, der hier liegt da, genau da. Gefährlich, Scheiße. Alles gut? Danke, alles gut. So, lieber heilen. MP40. Erstmal komplett alles daneben gefeuert, wa? Ist ja doch jemand drin gewesen. Oh, Scheiße. Schnell heilen. Das bin. Na komm schon. Du musst doch drauf gehen, der Wichser. Er steht genau neben dem deutschen Soldaten, weißt du? Ist halt die Frage, ist es besser, das MG zu nehmen oder doch das Sniper? Lass sie schon wieder aushalten, Leute. Gar nicht gut. Juden dürfen sich nicht erwischen lassen. Ruhig, wir schaffen das. Halt durch! Das war knapp. Alles klar? Sie haben Sassmann. Das tut mir leid für ihn, aber wir kümmern uns um den letzten Laster. Nein. Nein, nein, Sassmann wurde verschleppt! Die Mission zählt! Er braucht mich doch! Jawohl, Daniels jetzt hinterher, Alter! Den lassen wir natürlich nicht der zurück! Der darf nicht entkommen! Sassmann! Ihr Schweine! Na komm schon, was macht der hier, Alter? Der fährt im Kreis. Verpiss dich! Verpiss euch! Sassmann! Verdammte Scheiße! Der Laster fährt perfekt! Der Laster darf nicht entkommen!
Komm schon, Daniels! Komm schon! Nicht, dass wir jetzt sterben und Sassman dann übernehmen. Daniel soll nicht sterben, Alter. Der ist Daddy. Okay, gut. Der wird Daddy. Sie haben meinen Befehl missachtet. Dann warte das Kriegsgericht auf mich. Deserteure werden strengstens bestraft. Also bringen wir es einfach hinter uns. Ist besser für alle. Sergeant! Sie sind raus aus meinem Platoon. Ich will ihn nicht mehr sehen. Das bringen wir schon hin. Wir verarzten dich. Du hast dein Bestes getan. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die und separat. Die Marken weg. Los doch. Sie suchen Juden. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Stück Nazi-Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich. Zeig sie mir! Wir sind Amerikaner. Punkt. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringt ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Seit Sassmans Gefangennahme sind 8 Wochen vergangen. Ich versuche, die Hoffnung nicht zu verlieren. So, Neues über Sassman? Es tut mir leid, Private. Pearson scherte sich nicht um ihn. Genau wie seine Männer in Kasserin. Kasserin? Sie liegen falsch, Private. Pearson hatte Befehl zum Rückzug. Aber ein paar seiner Männer waren noch im Pass. Er konnte sie dort nicht einfach zurücklassen. Doch am Ende verlor er bei der Rettung noch mehr Männer. Er war nie mehr derselbe. Aber was interessieren Sie sich für Pearson? Sie fliegen nach Hause. Komme ich vors Kriegsgericht, Sir? Wäre schlechte Werbung für die Armee, den Soldaten zu bestrafen, der den ganzen Krieg beschleunigt hat. Ganz recht. Die Informationen, die Sie gefunden haben, zeigten die Position der letzten Brücke über den Rhein. Vielleicht springt für Sie eine Medaille raus. Sie sind ein waschechter Kriegsheld.
Willkommen daheim, Red. Von jetzt an werde ich dich nicht mehr aus den Augen lassen, verstanden? Corporal? Ja, Ma'am. Ist alles okay, Red? Reden wir oder jagen wir? Du kannst stolz sein. Du hast deine Angst überwunden. Mehr kann man von keinem verlangen. Das fühlt sich doch gut an, oder? Durch die Hölle gehen und als Held heimkehren. Red? Red? Sie sind ein Kriegsheld. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Ehrenhaft entlassen. Außerdem haben die Deutschen Sussman. Aber ich gebe ihn nicht einfach auf. Oh Mann, Alter. Nee. Nur noch eine Mission, oder was? Und dann ist alles vorbei? Das kann doch nicht sein, ey. Ernsthaft? Schon? Oh Mann, Alter. Fuck! Das macht richtig Bock, ey. Die Kampagne macht richtig Bock. Gut, Leute. Also der Bruder Paul, der ist wirklich weniger gut vertont als die anderen. Die sind echt sau gut vertont. Und die Optik, also die gerenderten Cutscenes, die sehen so krass aus. Also stellenweise, ohne Witz jetzt mal, stellenweise könnte man denken, das ist echt. Ohne Scheiß jetzt, ohne zu übertreiben. Die Animation der Gesichter und so weiter. Ich sag's ja immer wieder, wa? Ich sag's immer wieder. Allgemein auch so im gesamten Gaming-Cutscenes. Warum? Warum machen die Entwickler nicht einfach mal mit den Möglichkeiten, die sie selbst haben, gerenderte Cutscenes auf diesem Niveau oder auch andere Spiele und machen ihren Film selber? Sondern geben die Sachen immer aus der Hand und dann kommt irgendwie meistens Müll raus oder sowas, oftmals zumindest. Warum gibt es nicht mehr Videospielfilme einfach in gerendert? Es muss nicht immer alles mit echten Schauspielern sein oder so. Es muss ja nicht immer sein. Beziehungsweise hier geben ja echte Schauspieler ihr Aussehen vor. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ja, krass. Ich bin sehr gespannt, was noch passieren wird, Leute. Wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, auf das Finale. Höchstwahrscheinlich das Finale. Ansonsten, oder ist es das Finale? Wir werden sehen, Leute. Dann unterstützt es gerne weiterhin, supportet es weiter, das Projekt. Und danke erstmal bis hierhin, dass ihr zugeschaut habt. Wir hören uns rein, Leute. Tschüss.